können wir. Aufnahme. Müssen wir heute? Ist ruhig. Aufnahme. Danke, Matze. Oh, gerne. Fürs Ei. Hast du ja noch gar nicht aufgemacht. Nee, das ist eine Überraschung. Ach so. Ja. Überraschung darf man nicht aufmachen. Das ist ein Geheimnis. Hallo Bockheide, hallo Welt. Schon wieder Montag, meistens nach dem Sonntag. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Der Lutze, ein bisschen müde wieder mal. Warum auch immer. Das Wochenende war schön, oder? War schön warm. Ja, jetzt können alle wieder runterfahren, die Wahl ist vorbei. Alle wieder runterfahren, nicht die Kamera wegfahren. Oh, runterfahren, welche Wahl? Kann man das Bild da hinten weg, wir können ja gar nicht lesen. Unsere vielen Punkte, die wir heute haben, die finden wir gar nicht wieder. Oh Mensch, guck mal, das ist noch nicht mal groß gemacht. Hier. Woche, nee, komm, wir, so groß. Wir grüßen heute mal die AWOS. Wir grüßen die AWOS? Wir grüßen die AWOS und alle Teilnehmer von der letzten Woche. Und da, genau, und wer war bei der, und da natürlich den Rudi? Rudi war einer der Stars. Ach, das kannst du so lesen, ne? Der Starre, das ein Wellensittich unter den vielen. Und hier ist, wie ihr seht, hier ein Bildchen von der BZ. Haben wir uns mal ausgeliehen. Freitag. Freitag war 100 Jahre AWOS gewesen. Und wer sich das noch angucken will, der kann sich das auch antun, und zwar bei der Abendschau von RBB in der Mediathek. Man gibt einfach bei Google RBB Mediathek Abendschau AWOS ein, mit Leerzeichen natürlich, und kommt dann natürlich auf das Video und kann sich das noch angucken. Genau. So, Pilzsaison. Wie viel Pilze hast du getrunken? Pilze, viel. Reden wir nicht drüber. Habt ihr gesehen, Startbild hat dein Giftpilz in dir lassen. Das ist einer, den ich selber gefunden habe. Du hast einen Pilz gefunden? Ja. Ich finde es übrigens cool, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, welche Pilze im Wald rumstehen, weil dadurch lassen die natürlich die besten Pilze alle stehen. Ich auch, den habe ich jetzt letztens auswählen umgefahren. Dann. Manche Sträuche latschen auch drauf, aber meistens bleiben sie stehen und dann kann man sich ruckzuck den Pilzkorb voll machen. Ich habe den extra so lange stehen lassen, dass der gut aussporen konnte und hoffentlich dann nächstes Jahr doch 25 dieser Parasolpilze sich versammeln. Und wie isst man den? Ja, den paniert man wie ein Schnitzel. Hast du schon mal gemacht? Na, ich weiß, wie es geht. liebe Pilzfreunde, vor mir braucht ihr keine Angst haben, selbst wenn ihr mir die besten Plätze verraten würdet, wo die Pilze stehen. Ich bin keine Konkurrenz. Ja, der Sommer ist ja nun vorbei. Jetzt haben wir Herbst. Ich weiß, wo Dosen-Champignons wachsen. Bei Netto, wa? Ach nee, wir sollen keine Schleichwerbung machen. Nee, Brutto. Bei Brutto, gut. Und da gibt's auch in Flaschen, glaube ich, die Pilze. Aber die haben sich da verschrieben drauf, aber... Ja, das ist Sprachgebrauch. Mhm. Pilzen. Sommerferien gibt es nicht mehr. Trotzdem sind die Leute alle wieder urlaubsreif. Oh, Herbstferien. Die auch nicht mehr belastbar. Herbstferien? Gibt es bald. Und unter anderem geht halt auch das Fliegerheim in die Herbstferien dieses Jahr. Das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass das Fliegerheim für 2 Wochen zumacht. Aber das ist tatsächlich nur dem Personalmangel geschuldet. Und weil der Koch halt sich auch mal erholen muss, machen sie jetzt im Oktober vom 10. bis 24. zu. Und dem zum Opfer fällt auch der Sunday Lunch. Steht zwar noch auf der Webseite am 10.10., aber der ist auch schon abgesagt. Mhm. Schade. Ja, musst du zu Hause essen. Machst du Sunday Lunch und ich komme bei dir rum und kann kostenlos essen und trinken und du singst mir ein Lied. Nein, wir fahren den Samstag dann doch noch etwas weiter weg. Willst du nach Polen? Nein, in der Nähe von Rudolstadt. Ist das nicht in Polen? Okay. Sehr, sehr westlich von Polen gelegen. Gut. Ja. Das war's schon. Können wir noch ein Wetter machen und dann sind wir fertig für heute. Wir haben heute mal nichts, ist auch nicht schlecht. Ja, ist gut so. Ja, es hat geregnet, ne, heute. Hast du gesehen, heute Morgen? Ach, das war das. Ich habe mich schon gewundert. Das Geräusch auf der Scheibe. Man muss doch mal rausgehen, dann merkst du, dass es nass wird. Ja, okay. Ja, könnte auch morgen noch mal ein paar Tröppelchen geben. Heute, naja, nicht so viel. Mittwoch ist noch mal möglich, dass es ein wenig regnet. Dann war es eigentlich für die Woche. Oder was weiter als 3 Tage weg ist, werden wir noch nicht bewerten. Temperaturen halten sich so im Bereich knapp unter 20 Grad. Vorhin war es schön warm, 19 Grad. Konnte ich mit dem Moped herfahren. Es geht immer 19 Grad, geht gerade so. Ja, Nachttemperaturen teilweise unter 10 zum Donnerstag, aber dies erholt sich dann bis Sonntag auch wieder auf knapp über 10 Grad Nachttemperatur. Also wird das nicht nach ihm, nicht nach ihr? Nö. Geht so durch, wachsen die Pilze noch ein bisschen besser?
Bodenfrost ist noch nicht in Sicht. Mhm. Obwohl, so immer bist du ja schon ein bisschen tief da, oder? Mittwoch hier, beim Donnerstag. Nein, ach, das sind noch über 5. Alles gut. Alles gut. So. Das war's? Gut. Rekordzeit. Okay. Also, wir halten uns halt einfach mal kurz, wie immer, hier vor der Kamera der Matze und Lutze und mal schauen, was wir nächsten Montag berichten können. Bis dahin und tschüss. Da bin ich im Urlaub. Muss alleine machen. Hm? Ja, guck mal, kriegen wir. Vielleicht finde ich ja jemanden. Ach so, ja, wenn Matze ist im Urlaub, wer möchte mitmachen? Bitte, ja, bitte bewerben jetzt. Ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Okay, die News TV sucht den nächsten Ersatzmoderator. Genau, kann da mal für Matze hier einspringen. Baust du mal ein Jurypult auf mit dir hier und lädst mal Leute ein. Besetzungscouch. info@mediengruppe-borkheide.de. Genau. Oder so. Nutze bei Facebook anschreiben. Irgend sowas. Und am besten gleich ein Thema mitbringen. Und dann können wir mal labern. Hm? Alles klar. Gut. Bis dahin und tschüss.